Die große Funktionalität von WAVI Profi 3, auch insbesondere der Kasse, ermöglicht es Ihnen selbstverständlich auch, für eingegebene Artikel Rabatte anzuwenden. Hierbei geben Sie Ihre Artikel ein und klicken dann auf Rabatt oder Sie drücken F7. Nun haben Sie ein neues Fensterchen vor sich, in dem Sie entscheiden können, ob Sie eine eventuell anstehende Rabattoption auf alle Artikel oder auf den markierten Artikel anwenden wollen. Im Klartext, wenn wir sagen alle Artikel, können wir hier einen prozentualen Rabatt eingeben oder wir können einen hinterlegten Rabatt, Personal- oder Kundenrabatt aus den Systemeinstellungen verwenden. Schauen wir uns an in den Systemeinstellungen. Ups. Na, schwierig heute. Also nochmal, Systemeinstellungen, Verkauf. Hier können Sie sagen, was ist der maximale Kassenrabatt? Ich sage jetzt mal 25%. Nun könnten Sie sagen, Personalrabatt sind 18% und Schulrabatt sind 7%. Bei einem Rabattkarteneinkauf ist der anzuwendende Rabatt 5%. Also diese Informationen können Sie im Vorfeld natürlich schon hinterlegen. Wenn wir nun auf Rabatt gehen, dann sehen wir, dass hier der Personalrabatt nicht mehr 20% ist, sondern 18% und der Schulrabatt nicht mehr 10%, sondern 7%. Also das, was die halt in den Systemeinstellungen hinterlegt haben. Wenn wir nun sagen, wir wollen einen prozentualen Rabatt in Höhe von 30% vergeben, sollte jetzt eine Warnmeldung kommen, die sagt, das geht so nicht, weil, ja genau, 25% ist der maximale Rabattsatz, der in den Systemeinstellungen hinterlegt ist. Also das hilft einfach, dass man hier nicht aus Versehen irgendeinen Fehler macht. Wunderbar. Also wir sagen, wir wollen jetzt einen prozentualen Rabatt in Höhe von 15% anwenden und zwar auf alle Artikel. Wir klicken auf Übernehmen. Wir sehen nun, dass wir einen Originalpreis haben und nun einen neuen Einzelpreis. Und der Originalpreis sagt nichts anderes, das ist der Standardpreis des Artikelstamms und der Rabatt, den wir hier vergeben haben, ist der anzuwendende neue Einzelpreis des Artikels. Jetzt könnte sagen, der erste Artikel, der ist ja nicht rabattiert, warum nicht? Weil wir haben gesagt, alle Artikel, ganz einfach. Durch den roten Punkt haben wir eine visuelle Darstellung oder haben Sie eine sofortige Kennzeichnung, dass es sich bei diesem Artikel um ein Angebot handelt. Das können wir ganz, ganz einfach reproduzieren, wenn wir uns auf diesen Angebotsartikel stellen. Wir gehen auf Zusatz, wir arbeiten und wir sind schon beim Artikel. Also hier haben wir gesehen, von der Kasse aus auf einen markierten Artikel stellen, zwei Klicks und wir sind sofort im Artikelstamm bei diesem Artikel. Ist cool. Und da sehen wir, dass wir einen Verkaufspreis Standard von 20 Euro haben und bei den Staffelpreisen und PVA haben wir die Angebotsklausel gesetzt. Die besagt, dass der Artikel 18 Euro kostet und durch das Setzen dieses Angebots ist dieser Artikel von jeglicher Rabattierung explizit und komplett ausgeschlossen. Macht Sinn. Weil sie einfach sagen, der ist einfach so günstig, warum auch immer. Also Angebot, Rabattierung vorbei. So, jetzt haben wir einen Rabatt vergeben auf alle Artikel. Mehrfache Rabatte können nicht angewandt werden. Wenn Sie sagen, ich habe jetzt einen Rabatt vergeben, will noch einmal einen Rabatt, das funktioniert nicht. Dann müssen Sie für einen vergebenen Rabatt, wenn es ein Gruppenrabatt war, die Option Rabatt löschen verwenden. WAVI Profi 3 sagt, Sie haben für mehrere Artikel einen Rabatt vergeben, sollte jetzt entfernt werden, dann sage ich, ja, will ich. Schönes Beispiel, wir machen das gleiche nochmal, wir sagen 18% auf alle Artikel. Jetzt buche ich was Neues ein. Und so, ja, will ich verkaufen. Und ich sage, dass ich jetzt einen Rabatt vergeben will. Jetzt wieder auf alle Artikel, jetzt wird es interessant, und zwar 7%. Was ist jetzt passiert? Wir haben nun eine Rabattvergabe, also das heißt, wir haben hier eine Rabattgruppe, Musterartikel 1, 3 und 2 und unser Schlauch. Das waren diese, was waren das jetzt? Ja, unsere 15%. Und wir haben hier unseren verminderten Rabatt, also das heißt unseren zweiten Rabattsatz angewandt. Wir haben jetzt zwei Gruppen von Rabatten vergeben. Also okay, das heißt, WAVI Profi 3 prüft also, wenn Sie sagen alle Artikel, dann schaut er erstmal nach, sind Angebotsartikel drin? Weg. Sind Artikel drin, die schon einen Rabatt erfahren haben? Ja, dann kriegen die auch keinen zusätzlichen Rabatt mehr. Und dann sagt er, okay, was verbleiben dann für Artikel, die noch rabattierfähig sind und vergibt dann auf diese, wie in unserem Beispiel, diese letzten zwei, diese heutige Artikel und diese Damenhose, den neu angewandten Rabattsatz.
Das macht also durchaus Sinn und vor allem es verhindert, dass Sie aus Versehen fünfmal auf Rabatt klicken und dann plötzlich mit dem Artikel draufzahlen. So, wenn wir sagen, ich will jetzt für diese Gruppe oder für diese obere Gruppe den Rabatt löschen, klicke ich auf diesen Artikel drauf oder auf einen Artikel dieser Rabattgruppe drauf und sagt er, hey, hier wurde ein Rabatt vergeben, soll der entfernt werden, sage ich, ja, mach. So, dann habe ich für diese obere Gruppe, und Sie sehen, das ist jetzt wieder der Originalpreis, also der Einzelpreis des Artikels. Schauen wir uns kurz an. Was haben wir jetzt hier? Das ist unser Artikel 3 mit 15,99. Und das ist auch genau das, was hier im Artikelstamm steht. Wunderbar. Aber unsere unteren zwei Artikel sind noch mit Rabatt versehen, weil wir da einen zweiten Komplettrabatt vergeben haben. Den können wir natürlich an dieser Stelle auch wieder löschen. Und ich sage jetzt hier nochmal Rabatt auf alle Artikel 18%. Jetzt haben wir auf die oberen Artikel 18%. Und wenn ich jetzt diese untere Rabattgruppe verwende und sage hier Rabatt entfernen, dann bleibt diese obere Rabattgruppe stehen und nur von der unteren Rabattgruppe wurde dann diese 7% entfernt. Ja, das ist ganz cool und relativ einfach zu bedienen. Was gibt es noch? Ich würde sagen, wir gliedern die Videos in den einzelnen Rabattarten, weil sonst ist einfach alles zu lang wird. Also das war jetzt hier der prozentuale Rabatt, den Sie hier vergeben können. Ich bitte zu berücksichtigen auf alle Artikel oder auf Musterartikel. Und das, na, vielleicht machen wir das noch schnell. Auf diese Musterartikel 2 sagen wir, wir wollen genau auf diesen Artikel jetzt hier 18% anwenden. Sehen Sie es? Jetzt haben wir hier einen Rabatt. Dann auf den Artikel 3 will ich einen Rabatt anwenden. Sag hier Musterartikel 3 und da mache ich jetzt 7% Schülerrabatt. Ja. Und auf diesen Schlauch mit 49,99 wende ich auch einen Rabatt an. Und zwar sage ich hier Schlauch und mache hier einen glatten Betrag. Wir haben nun verschiedene Rabattarten in einem Verkauf integriert. Einmal hier prozentual, hier prozentual. Hier haben wir einen Rabattabzug. Und so sehen Sie, dass Sie wirklich innerhalb eines Verkaufs wirklich alle 10 Rabattarten oder in dem Fall sogar 20, wenn man berücksichtigt, dass man es auf alle oder auf die einzelnen Artikel anwenden könnte, hier auch anwenden können. Und das ist wirklich einfach. Und dann können Sie auch sagen, wenn Sie jetzt von dem Musterartikel 2 einen eventuell hinterlegten Rabatt entfernen wollen, dadurch, dass es ein Einzelrabatt ist, bleiben die anderen vergebenen Rabatte für den Musterartikel 3 und für unseren Schlauch erhalten. Machen wir das. Rabatt löschen. Rabatt entfernen. Und wir sehen, dass nur dieser Einzelrabatt für diesen Artikel nun entfernt wurde, weil Sie ja bei der Rabattvergabe gesagt haben, dies ist ein Einzelrabatt, weil Sie explizit den ausgewählten Artikel auch angewählt haben.